Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier zum Marsch. Wir werden jetzt im Flug das nacharbeiten, das heißt hier auf dem Feld die kleinen Ecken nochmal nachziehen. Ich habe wieder mal ein bisschen gedreht am Ton und am Sound. Hoffe, das passt. Da passt es. Haben wir das Ecke rüber. Eck, meistens das Problem. Bei Cosplay, aber bei. Hab ja zum Schluss den Helfer fahren lassen. Da müsste eigentlich gelaufen sein. Müsste mir an den zweiten Monitor unbedingt. Kann man auch mal schauen. An der Wand anbauen. Na, hier, genau. Hier muss man arbeiten. Ach, die Vögel sind auch hier. Ja, ich warte auf höhere Temperaturen. Ja, ein bisschen gestiegen sind sie ja schon, ne? Dann werden wir gleich beginnen mit der Vorbereitung, mit der Aussaat, Hopfen. Und morgen werden wir dann anfangen, den ersten Grasmähen. Also Vollgas. Ich hoffe, ihr könnt alles gut hören. Ich kann mir lauter mal besser machen, aber das merkt ihr ja so nicht. Also, es ändert sich am Ton ja nichts. Ich glaube, ich brauche da einen Mischpult. Da kann man es besser stellen. Oder regeln, sag mal so. Ja. Die liebe Technik, ne? Ja, die Zeit ist schwierig, aber es wird schon irgendwie gehen, ne? Wir können ja eh nichts beeinflussen. Solange es so wenige sind, ne? Wenn es viele sind, dann ist ja eine andere Geschichte, aber es ist immer... Du kriegst ja heutzutage auch keinen mehr mobilisiert. Weil es den meisten noch zu gut geht. Anführungszeichen, ne? Heute auch wieder die Meldung gehört, dass sie mit dem Geldsystem was ändern wollen. Oder das Verdacht da befürchtet, dass sie dort alles ja, mit Absicht in den Bach untergehen lassen. Lassen wir überraschen. Ich habe zwar nicht viel, ich habe ja so einen Fonds damals mit abgeschlossen. Ob das richtig war, ja. Weiß man nicht, ne? Hoffen wir, das geht gut. Dass wir nicht am Ende ohne alles dastehen, ne? Also ohne Arbeit vor allen Dingen. Wenn du Arbeit hast, kannst du immer noch Geld wieder verdienen, ne? Wenn es ausreichend ist, ne? Aber ansonsten wird schwierig, ne? Für die meisten auf jeden Fall.
Ich habe im Grunde am letzten Drücker noch einen Monitor gekauft. Wollte ich so oder so kaufen, abgesehen davon, ne? Also nicht deswegen. Wer weiß, was hinterher alles kostet, ne? Wird ja auch eine starke Inflation befürchtet. Weil keiner kann kaufen jetzt in dem Sinne. Keiner kann ja, investieren, mehr oder weniger. Ja. Schwierig. Ah, das müsste sich ja im Grunde jetzt ja bald entscheiden, weil wenn die Industrie ja nicht läuft, dann hat ja keine Einnahmen im Prinzip, ne? Also dann wird es ja immer schlechter, ne? So, das wäre das. Den Rest können wir ignorieren, das ist nicht tragisch. Wenn wir kurz zusammenklappen den Flug. Ja, die Wiese. Zusammenklappen. X und nach oben. Zurück zum Hof. Waschen. Waschen und dann die Aussaat vorbereiten. Werden wir auch beginnen, sind ja eh bald Plusgrade werden, also heute. Also morgen schon 11 Grad, heute 12, heute Mittag. Oh. Und dann wird ein Kühl. Oh, 33 Grad. Hitze. Hauptsache wir kriegen keine Dürre. Ja, mit dem Modus umgeschaltet hier bei OBS. Das ist jetzt ein bisschen besser. Anscheinend ist der Rechner so schwach. Ich weiß es nicht genau, aber gut, ihm gerade geruckelt hat, lag aber eher am Spiel, ne? An der Performance. Ja. Ich wollte den globalen Markt starten, die Trottel. Na gut, ich habe eh nichts verkaufen. Außer die Milch. Die Milch könnte ich verkaufen, ja. Gut, nichts tragisch. Verkaufen wir halt. Erstmal nicht. So, ich wollte zum Waschen. Weil der fühlt sich mistig aus, den braucht man halt nicht mehr. Dann können wir noch den Traktor reparieren. So, schön reinfahren in den Bereich. So, reparieren. Und waschen. Sauberkeit ist das halbe Leben, auch im Traktor. Man kann sich keine Feuchtigkeit am Traktor halten, somit ist die Gefahr von Rost nicht mehr so groß. Man kann Steinschläge auch erkennen, ne? Man kann separieren. Gut, hier zwar nicht, aber real wäre das so.
alt genug. Die werden wir gleich da vorne hinstellen. Dann können wir gleich den Traktor nehmen für Saat. So. So. Raps nicht, dann werden wir gleich umstellen. Kurz mal ausschalten, also im Tracking, sonst kriege ich mit dem Welt noch besoffen. Dünger auffüllen, Saatgut auffüllen. Okay. Und einstellen. Hopfen. Die hat man ja vergessen, ne? So, kurz Deckel auf, Sagt und kaufen. Kalk muss da vorne sein. Eigentlich. Spezial auf den Samen, ne? Haben wir unseren eigenen Dünger holen, ne? Glock 12, genau richtig. Ja, sobald der Wachstum durchgeht, werden wir gleich dünnen auf die Felder, wo Weizen ist, Gerste rechts und Treffer heute. Ja, mein globaler Markt. Ich finde das super, dass ich im Prinzip jetzt Sachen kaufen könnte, zum Beispiel Weizen, Gerste, vorausgesetzt, es hat jemand verkauft. Und wenn es keiner verkauft hat, dann kann man es auch nicht kaufen. Und da ist ja ein Spiel unter Umständen woanders gerade Hochsommer ist und die Ernte läuft, kann man sagen, okay, der hat gerade was zu verkaufen, wer auch immer. Sollte bald losgehen können mit der Aussaat. Temperatur steigt. Auch die Lufttemperatur steigt langsam. Das heißt, wir werden ganz vorne rechts beginnen. So. Stäbe. Ja, da pfeift ganz schön der Wind hier, ne? Nächsten Fahrzeug holen. Ups. Erntereif, ja, aber. Voll kalt, kalt. Die sollten noch Wasser kriegen. Mal gut, die Pumpe wird ja zur Not auch wo ist der Traktor? Hier stellen wir auch gleich um. Sonst geht das schief. Dünger sieht gut aus und sagt gut, machen wir gleich. Gewicht da nach vorne, ja.
sich ein bisschen was verdienen, ne? Irgendwann, ne? BGH. So. So, Feld Nummer 18. Bin ich alles täuscht. So. Die anderen beiden Felder wollte ich ja Mais machen. Ich werde es auch tun, ist egal. Wird man den Plan nicht komplett umschmeißen. Dann können wir uns von der Wiese mal Heu holen und dann nachher sehen, dass wir die Silage von den Dings bekommen. Wir können ja mit dem Vermeter arbeiten, ne? Das ist leichter. So. Dann können wir noch was Schweine verkaufen, beziehungsweise Schweinefleisch. Dann dürfte ja was jetzt produziert worden sein. Und wir können sogar wieder anliefern, Verkackung und Paletten, das werden wir jetzt auch machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, liebe Schauer, das soll es halt für heute gewesen sein. Jetzt aber schon Dank fürs Reinschauen. Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Tschüss.